in etwas Altem drin und würdest eigentlich gern ausbrechen und weißt aber nicht, wie das geht. Zum Beispiel, du hängst in einer Beziehung, von der du spürst, so richtig passt es nicht. Oder du hängst in einem Beruf, der irgendwie nicht mehr passt. Oder du spürst, das ist jetzt einfach was Neues an der Zeit. Zum Beispiel, das Rentenalter steht vor der Tür oder die Kinder sind aus dem Haus oder ein Berufs- oder Ortswechsel steht an. Und du weißt nicht genau, wie du diesen Übergang gestalten kannst. Ich möchte in diesem Vortrag sprechen über das Ausbrechen und ich möchte euch 7 Lektionen für Ausbrecher mitgeben. Und das tue ich heute anhand von einem ganz bedeutenden Buch der Menschheitsgeschichte, das uns gerade hier im Westen sehr geprägt hat, das mir persönlich ganz viel bedeutet. Und das Buch heißt das Buch vom Bär, der ein Bär bleiben wollte. Das ist ein Kinderbuch. Manche von euch kennen es schon, weil ich bei Eden Culture oft drüber schon gesprochen habe. Das habe ich tatsächlich im Dachboden meiner Eltern wiederentdeckt. Das heißt, ich hatte das als Kind und dann habe ich es jahrzehntelang nicht mehr angeschaut. Und als ich es wieder fand und durchgeblättert habe, habe ich mir gedacht, unglaublich, das ist ein Kinderbuch. Da geht es um ein unglaublich tiefes Menschheitsthema. Jetzt wollt ihr bestimmt die Geschichte hören. Sie ist auch ganz leicht und das auch ganz rührend und ganz süß. Der Bär, der blickt zum Himmel und er merkt, dass es langsam ein bisschen kühler wird und die Schwalben südwärts ziehen und die Blätter sich verfärben und es wird ihm auch ein bisschen kalt und er ist auch ein bisschen müde und seinem Instinkt folgend denkt er sich, es ist langsam an der Zeit für einen Ortswechsel. Und so tapst der Bär in den Wald, bis er zu seiner altvertrauten Höhle kommt. Dann geht er in die Höhle hinein und macht sich's bequem für den Winterschlaf, weil die nächsten Monate wird nicht so viel passieren im Bärenleben. Sehr viel passieren wird dagegen außen herum. Denn während der Bär selig schlummert, wird der Wald von Menschen durchzogen, die ihn vermessen und die dort Rohre verlegen und die dort Gruben ausheben und tatsächlich die dort etwas bauen. Und während tief unter der Erde der Bär schläft, verändert die Umgebung oberhalb von ihm sich radikal, denn da entsteht eine Fabrik. Hier seht ihr den Bär, wie er unten in der Erde schlummert und oben drüber ist auf einmal eine Fabrik. Als der Bär irgendwann im Frühjahr gähnt und sich streckt und räkelt und rausgeht, traut er seinen Augen nicht. Er wird sofort angesprochen von irgend so einem Wächter, der sagt, hey, was machen Sie hier? Dann sagt er, ich wohne hier. Was, Sie wohnen hier? Zurück ans Fließband. Sagt der Bär, was ist ein Fließband? Hey, Sie sind einfach zu faul zum Arbeiten. Aber ich bin kein Arbeiter, ich bin ein Bär. Was, ein Bär? Sowas habe ich noch nie gehört. Dann nimmt der Arbeiter gleich den Bären mit zu seinem Chef, weil das ist ja unerhört. Und der Chef sagt, was muss ich hören? Ich höre, dass Sie ein fauler Arbeiter sind. Bär sagt, ich bin gar kein Arbeiter, ich bin ein Bär. Dann sagt der Chef, ein Bär. Es ist ja amüsant. Bären gibt es doch gar keine mehr heute. Sie sind doch ausgestorben. Das Einzige, was es natürlich noch gibt, sind Bären im Tierpark. Ja, die gibt's. Und Bären im Zirkus. Wir können ja mal ausprobieren, ob du einer von denen bist. Oder vielleicht bist du einfach nur ein bisschen doof. Ne? Du bildest dir was ein, was gar nicht stimmt. Also packt er den Bär ein und sie fahren in den Zoo. Und im Zoo leben Bären in einem Zwinger. Und die werden jeden Tag gefüttert. Und sie fragen den Bären, wer füttert dich jeden Tag? Wie heißt denn dein Wärter? In welchem Zwinger lebst du überhaupt? Der Bär versteht die Frage gar nicht und sagt, niemand, ich habe gar keinen Zwinger. Dann sagen die Zoobären, dann bist du offenbar kein Bär. Dann sagt der Chef, habe ich es dir doch gesagt, aber wir können ja, wenn du willst, noch in den Zirkus fahren. Also fahren sie in den Zirkus. Und im Zirkus gibt es Bären, die können Purzelbäume schlagen. Andere können tanzen. Sie fragen den Bären, kannst du auch einen Purzelbaum schlagen? Mach doch mal, was kannst du zumindest jonglieren? War es auch nicht? Du tanzt nicht mal? Dann kannst du kein Bär sein. Mittlerweile ist der Bär mit den Nerven fertig und weiß gar nicht mehr, was er ist und wo er hin soll und sagt, okay, wahrscheinlich haben die anderen recht. Und so wie jeder, der nicht mehr weiß, wer er ist, lässt er andere mit sich das machen, was andere mit ihm tun wollen. Und sie ziehen ihm erstmal was Ordentliches an. Der Bär bekommt ein Arbeitsoverall und er wird sogar rasiert, weil, hey, als ordentlicher Arbeiter muss er das jetzt. Und hier seht ihr den Bär an seinem ersten Arbeitstag beim Stempeln seiner Zeitkarte.
Und ab sofort reiht der Bär sich brav ein in die Zahl jener, die jeden Tag in dieser Fabrik arbeiten. Und folgende Seite, die ich euch jetzt zeige, habe ich jahrzehntelang nicht gesehen. Aber als ich sie wieder gesehen habe, hat es mich ins Herz getroffen. Ich habe mich sofort wieder erinnert. Das ist der Arbeitsplatz des Bären. Das ist eine große Fabrik, hat keine Ahnung, was da hergestellt wird. Irgendwelche Schrauben und irgendwelche Knöpfe und irgendwelche Turbinen. Das Einzige, was ihm gesagt wird, ist immer, wenn so ein rotes Licht leuchtet, dann drückst du auf den Knopf. Und so wird er Teil dieser Maschine und Monate vergehen. Tag ein, Tag aus macht er das Gleiche. Und das Einzige, was ihm irgendwann auffällt, ist, dass er während der Arbeit oft so müde wird. Tatsächlich nickt er manchmal sogar ein. Er wird immer öfter müde und er spürt diesen unglaublichen Drang, dass er wenigstens in der Pause kurz rausgeht in den Innenhof der Fabrik. Und da steht er am Stacheldraht und sieht, wie die Schwalben südwärts ziehen und wie es langsam kühler wird und wie die Blätter sich langsam verfärben von grün zu gelb zu rot. Und er ist einfach nur so müde. Und weil er so müde ist und bei der Arbeit immer öfter einschläft und einfach nicht mehr dazu passt, schmeißen seine Kollegen ihn eines Tages raus und sagen, jetzt können wir dich nicht mehr brauchen. Aber der Bär weiß nicht, wohin sonst. Die Fabrik ist das Einzige, was er noch kennt. Und so zieht er los mit seinen 7 Sachen und es fängt an zu schneien. Er tapst immer tiefer in den Wald hinein. Es schneit immer stärker und irgendwann bleibt er vor so einem Höhleneingang sitzen. Und dieses Kinderbuch, von dem man sich fragen kann, ob es überhaupt wirklich ein Kinderbuch ist, endet mit folgenden Worten. Er saß da und dachte nach. Er dachte und dachte. Irgendetwas Wichtiges hatte er vergessen, doch es wollte ihm einfach nicht einfallen, was das war. Ganz schön traurig und man kann fragen, ist es ein Kinderbuch? Denn sind wir Menschen nicht ganz oft in solchen Situationen auch? Vielleicht hast du vergessen, wo du herkommst. Vielleicht hast du vergessen, was du eigentlich wolltest. Das Einzige, was du spürst, ist dieses komische Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Ich möchte heute sagen, dieses Gefühl ist vielleicht Teil der Lösung. Dieses Gefühl ist vielleicht dein bester Teil. Gib dem Raum. Eine noch viel ältere Geschichte, die vom Ausbrechen und vom Ankommen handelt, ist noch viel bekannter. Sie ist so bekannt, dass die Religion, die sich hauptsächlich mit ihr identifiziert, nämlich die Juden, jedes Jahr ein Fest feiern, das heißt Pessach, wo sie am ersten Abend dieses Festes, am Sederabend, den Auftrag haben, so zu feiern, als sei man selbst aus Ägypten ausgezogen. Denn dieses Ausbrechen ist ein Menschheitsthema und zwar für ganze Kulturen, aber auch für dein eigenes Herz. Und ich möchte dir anhand von 7 Lektionen jetzt sowas wie eine Landkarte deines Herzens anbieten, anhand derer du überlegen kannst, wo stehe ich denn gerade mit meinem Ausbruch aus der Sklaverei, mit meinem Einzug in, tja, wohin denn? Die Höhle oder die Freiheit oder zumindest das Zuhause. 7 Lektionen für Ausbrecher. Und wir vergleichen dabei ganz schamlos in Missachtung aller exegetischen Prinzipien vermischen wir die Geschichte vom Bär, der ein Bär bleiben wollte, mit dem Buch Exodus. Es klappt besser, als man denkt. Der Bär hat eine erste Lektion schon mal zu bewältigen und das ist die, dass er komischerweise der Einzige ist, der sich da nicht wohlfühlt in dieser Fabrik. Man könnte denken, sorry, wer will denn da arbeiten? Das ist ja entsetzlich. Das ist ja total fad. Die traurige Wahrheit ist aber, das Normale ist, dass die meisten Menschen Gefangenschaft erstmal normal finden. Und das ist übrigens beim Volk Israel, beim Auszug aus Ägypten auch das Gleiche. Da gibt es ja unglaublich viele, und die sind alle Sklaven, aber nur einer, nämlich der Mose, der sagt, das ist ungerecht, das kann doch nicht sein. Die traurige Lektion ist, es gibt immer eine große Menge von Leuten, die einfach sagen, naja, ist halt so, war halt schon immer so,
hör auf, dich zu beschweren, es ist halt einfach normal. Die meisten finden das normal. Es ist ohnehin so, menschheitsgeschichtlich, alle großen Dinge, die überhaupt je getan wurden, die erfunden wurden, die gegründet wurden, die gemacht wurden, wurden von Außenseitern gemacht, mit wenigen Ausnahmen. Es waren ganz oft die Freaks. Es waren ganz oft die Komischen, die nicht reingepasst haben. Du bist irgendwie so anders. Das waren die, die am Schluss Geschichte geprägt haben, zum Guten und zum Schlechten. Ich möchte euch ein bestürzendes, aber eindrucksvolles Beispiel vorstellen. Das ist ein Foto aus Deutschland aus den 30er Jahren, oder aus Österreich besser gesagt, wo man hätte ganz viele solche Fotos haben können, von irgendwelchen Leuten, die vor irgendwelchen Bauernhöfen standen. Und ein Mann von denen, die am Foto hier drauf ist, nämlich der auf dem Motorrad, der heißt Franz Jägerstätter. Der ist ganz ähnlich aufgebracht worden wie alle anderen im Dorf auch. Der hat einen ähnlichen Beruf, der ist sogar in die gleiche Kirche gegangen, hatte in etwa das gleiche Leben wie die anderen. Aber als eines schönen Tages 1939 ein Einberufungsbefehl kam, hat er gesagt, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Das ist ein Zug, der in die Hölle fährt. Und ich bin nicht bereit, mich dem anzuschließen. Alle haben ihm abgeredet, alle haben gesagt, Franz, stell dich nicht so an, das ist doch ganz normal, riskier doch nichts. Die meisten fanden das normal und er fand es nicht normal. Die erste Lektion, wenn du ausbrechen willst, ist ein bisschen schwer. Das ist nämlich die, dass du oft der Einzige bist, der ausbrechen will. Und ganz viele andere die Sklaverei normal finden. Und eine erste Kompetenz, eine erste Lektion für Ausbrecher, eine erste Kompetenz, die es zu erwerben gilt, ist Einsamkeitskompetenz. Ne? Einsamkeit sehen wir erst oft in erster Linie negativ, aber es gibt auch eine positive Einsamkeitskompetenz, die sagt, ich bin bereit, etwas zu tun, wofür mir nicht nur applaudiert wird. Das ist der erste Preis fürs Ausbrechen. Ich fand es interessant, dass bereits im Buch Exodus, also dem biblischen Buch, worum es um das Ausziehen aus der Sklaverei geht, genau dieses Verhängnis thematisiert wird. Und mit welcher Präzision das hier gesagt wird. Das ist eine der Gebote, das kommt relativ bald nach den 10 Geboten. Hier heißt es, du sollst der Menge nicht folgen zum Bösen. Und du sollst nicht das tun, was die Mehrheit tut, wenn es das Falsche ist. Auch nicht bei einem Gerichtsverfahren, wenn die Mehrheit etwas beschließt, was ungerecht ist. Denn wir Menschen neigen dazu, einfach, dass wir sehr gerne gewollt werden, gemögt werden. Wir finden das sehr unangenehm, der Außenseiter zu sein. Das ist menschlich und es ist aber auch gefährlich. Psychologisch liegt es an folgendem Thema. Man hat schon vor Jahrzehnten ein ganz berühmtes psychologisches Experiment gemacht, das Ash Conformity Experiment. Das wurde oft wiederholt, das heißt, es funktioniert weltweit, weil Menschen so funktionieren. Und das zeige ich euch kurz. Ihr seht diese Skizze hier. Da seht ihr auf der einen Seite einen Balken und auf der anderen Seite drei Balken. Und jetzt überleg mal kurz, welcher der drei Balken rechts ist genauso lang wie der Balken links. Kurz überlegen. A, B oder C. Kurz mal überlegen. Ist A, B oder C genauso lang wie links? Ich frage mal, wer denkt, dass A genauso lang ist wie der erste? B? Wer sagt C? Okay, 98% von euch sagen C. Das Experiment geht wie folgt. Du kommst in einen Raum mit, sagen wir mal, 5 anderen Leuten, die sind aber alle Schauspieler. Und du bist dir total sicher, dass C richtig ist, aber die 5 sind Schauspieler. Und die sagen alle der Reihe nach, eindeutig B. Ja klar, B. Logisch. Du musst ja blind sein. Natürlich B. Bist du blöd? Natürlich B. In einem Großteil der Fälle, wenn du in diesem Experiment vorkommst, würdest du dann auch sagen, okay, alles klar, wird schon stimmen. Dann halt doch B. Traue ich vielleicht meinen Augen nicht, aber wenn alle das sagen, so funktioniert menschliche Psyche und es ist eine gefährliche Dynamik von menschlicher Psyche. Das heißt, reif zu werden, ein mündiger Mensch zu werden, ein freier Mensch zu werden, hat was mit Einsamkeitskompetenz zu tun, nämlich zu sagen, okay, auch wenn nicht alle immer mitgehen, stehe ich ein für etwas, was ich für richtig erachte. Ich traue meinen eigenen Augen. Das ist die erste Lektion. Die zweite Lektion, die weitergeht,
es läuft jetzt nicht so geradlinig. Wir springen jetzt mal erst zum Buch Exodus bei Mose, weil der Mose, der ist total empört, dass sein Volk in der Sklaverei ist. Und deswegen denkt er sich, hey, irgend so ein Ägypter, der einen meiner Stammesgenossen schlecht behandelt, den bringe ich mal ums Eck, ja, den bringe ich um. Man kann es vielleicht verstehen, wenn du ein Gerechtigkeitskämpfer bist und gegen Sklaverei aufstehst, aber die Geschichte geht dann nicht wirklich gut weiter. Tatsächlich hinterlässt sie sogar ein ziemliches Desaster. Man hört so, also es funktioniert gar nicht, es ist so ein Abweg. Denn die Art und Weise, Gerechtigkeit hervorzubringen, funktioniert offensichtlich nicht. Das Gegenteil ist sogar der Fall. Einer seiner eigenen Volksgenossen verpfeift ihn. Eine zweite wichtige Lektion muss auch der Bär lernen. Der Bär, der geht zwar los, aber er hat keine Ahnung, wohin. Er geht zwar los, aber er hat eigentlich vergessen, wer er selbst ist. Und ich nenne diese zweite Lektion, die nötig ist, vorschnelle Versuche. Es ist normal und es ist sogar in dem guten Plan mit drin, dass es manchmal vorschnelle Versuche gibt. Vorschnelle Versuche sind Versuche, die grundsätzlich gut gemeint sind, aber die aus eigener Kraft sind. Der Mose muss an einen Punkt kommen, zu merken, Mist, ich hab's nicht alleine drauf. Der Mose muss an einen Punkt kommen, dass erst in ihm selber was verändert werden muss. Vielleicht bist du, wenn du jetzt hier zuhörst, gerade in der Situation, wo du denkst, warum hat das, was ich doch so sehr im Namen des Guten versucht habe, offensichtlich nicht funktioniert? Vielleicht war es ein vorschneller Versuch. Zum Glück geht die Geschichte weiter. Das ist nicht das letzte Kapitel, aber das nächste Kapitel ist zumindest für den Mose ein bisschen schwierig. Und zwar der Mose muss aus Ägypten fliehen und kommt an einen Ort, der sich nicht besonders großartig anfühlt, nämlich in die Wüste. Und er verbringt richtig viel Zeit in der Wüste. Da muss er die Schafe hüten. Also nicht gerade eine besonders prominente Positionierung für diesen Weltveränderer. Ich bin ausgezogen, um die Welt zu verändern und stattdessen hänge ich 40 Jahre in der Wüste rum. Kommt dir das bekannt vor? Vielleicht bist du gerade selber auch in so einer Situation. Der Mose muss ewig lang in der Wüste rumhängen. Und es sieht fast aus, als hätte Gott ihn vergessen, als wäre es vorbei mit seinem Plan. Ich weiß nicht, wer von euch war mal in der Wüste? Eines der ersten Dinge, die in der Wüste auffällig ist, ist, wie unfassbar leise es dort ist. Es gibt da fast keine Geräusche und natürlich auch, wie einsam es ist. Und vielleicht bist du in einer Phase deines Lebens oder warst in einer, wo du das Gefühl hast, ich kann rufen, aber es kommt kein Echo zurück, wie in der Wüste. Ich kann warten, aber es kommt niemand. Es ist einfach nur still. Oder vielleicht bist du jetzt in so einer Zeit und bist versucht zu glauben, dass es daran liegt, dass du einfach was falsch gemacht hast. Muss aber nicht daran liegen, liegt bei Mose nicht daran. Wir lesen über den Mose viel später eine interessante Aussage über das, wie er charakterlich so drauf ist. Das Erste, ja, dass er irgendwie so am Pharao-Hof erzogen wurde und dann schnell mal einen umbringt. Also könnte man eher sagen, das ist einer, der ganz schön hoch von sich denkt. Bisschen impulsiver Charakter. Denkt, er sei der Retter der Welt. Viele Kapitel später lesen wir aber diese Aussage. Mose aber war der Demütigste unter allen Menschen. Demut ist ein wenig aus der Mode gekommene Tugend. Demut heißt nicht, ich denke irgendwie ganz schlecht über mich, sondern Demut bedeutet, ich denke nicht zu hoch von mir. Demut bedeutet die Bereitschaft zu dienen, die Bereitschaft zu lernen, die Bereitschaft zu hören. Wir wissen nicht genau, was in diesen Jahren der Wüste bei Mose passiert ist. Aber das Ergebnis war auf jeden Fall, dass er demütig wurde. Wir leben heute in Zeiten, wo tugendhaft zu sein und einer der Guten zu sein relativ einfach ist. Du musst nur das Richtige posten. Und du stellst in deinen Status das Symbol, was jetzt gerade gut ist, um zu zeigen, dass du einer von den Guten bist. Du bist empört über das Unrecht. Oder du bist ein Verbündeter der Entrechteten und schon bist du einer von den Guten. Oder du machst halt bei irgendeiner äußerlichen Aktion mit. Das kann ja alles berechtigt sein. Aber die Gefahr ist sehr,
dass wir das mit Tugend verwechseln. Echte Tugend bewährt sich nämlich und wächst erst im Verborgenen und hat mehr mit dem zu tun, wer du bist, wer du wirklich als Mensch bist, als das, was du postest oder sagst oder wie es nach außen sich darstellt. Und dafür ist diese Stille, dafür ist diese Wüstenzeit elementar wichtig. Es ist tatsächlich sogar ein Prinzip quer durch die Bibel, dass alle großen Helden, alle großen Figuren haben solche Zeiten. Der Josef, der muss eine Zeit lang ins Gefängnis. Jesus ist eine Zeit lang in der Wüste, bevor es losgeht. Und offensichtlich passiert da was. Und es wiederholt sich tatsächlich nachher mit dem ganzen Volk etwas, was Mose selber für sich schon durch hat. Das ist ein wichtiges Prinzip. Bevor du das Volk in Gefangenschaft erlösen und in die Freiheit holen kannst, musst du selber diesen Weg gegangen sein. Der Mose muss selber in der Wüste sein, bis was passiert. Nachher ist mit dem Volk das Gleiche der Fall. Und auch hier beim Volk Israel hat Gott nicht eine Bestrafung geplant. Ich lasse euch einfach jetzt in der Wüste herumhängen. Kann man eh fragen, warum brauchen die 40 Jahre? Das ist ganz schön lang. Sondern Gott sagt, ich habe dir zwar ein gutes Land gegeben und ich werde deine Feinde vertreiben, aber nicht sofort. Sondern er sagt, ich werde sie nach und nach vor dir vertreiben, bis du selber mächtig genug geworden bist, dieses Land in Besitz zu nehmen. Versteht ihr die Didaktik dahinter? Die Didaktik ist nicht, du bist vergessen in der Wüste, sondern es wird dir ein Raum und ein Sieg und ein Erbe zuteil in dem Maße, in dem du vorher dafür herangewachsen und gereift bist. Und das braucht mitunter Zeit. Die gute Nachricht ist, auch hier bleibt die Geschichte nicht stehen. Das ist nicht die letzte Lektion, aber es ist leider trotzdem eine Lektion. Eine, die wir nicht so gern haben. Es ist die Lektion der Wüste. Und vielleicht bist du gerade selber in der Lektion der Wüste. Da ist die Hauptversuchung, die zu verzweifeln und zu denken, ich habe was falsch gemacht und ich bin schuld. Vielleicht bist du einfach nur in einer Zeit der Vorbereitung. Und das Wunderbare ist bei Mose, dass inmitten dieser Zeit der Vorbereitung und inmitten dieses scheinbaren, jetzt ist doch gar nichts mehr, das Bedeutsamste überhaupt passiert, am unscheinbarsten Ort überhaupt. Und zwar irgendwo dort im Sinai-Gebirge, am letzten Flecken, kannst du sagen, weit weg von der tollen Zivilisation. Ägypten war ein eindrucksvolles Land. Irgendwo, nicht mal bei irgendeinem tollen Gebäude, sondern so einem Dornengestrüpp, begegnet Mose was ganz Bemerkenswertes. Die Dornen haben ja in der Bibel sowieso eine zwielichtige Konnotation, weil ja Dornen nach der Garten-Eden-Erzählung erst gekommen sind nach dem Sündenfall. Also das sind praktisch ein Zeichen, dass die Erde vom Bösen kontaminiert ist. Und mitten in diese sündige Erde, in diesem mittelmäßigen, alltäglichen Wüstenberg oder Wüstenhügel, begegnet Gott dem Mose. Ihr kennt die Geschichte, dass der Dornbusch brennt, aber nicht verbrennt. Und der Mose, der kommt näher und schaut sich das an. Sagt, warum brennt da ein Dornbusch und der verbrennt aber nicht? Und dann spricht aus diesem Dornbusch die Stimme Gottes und stellt sich ihm vor als der Gott, der da ist. Der Gott, der das Leiden seines Volkes gesehen hat, dem Sklaverei nicht egal ist. Er ruft den Mose aus dem Dornbusch zu und Mose antwortet ganz interessant. Er antwortet mit dem Wort Hineni. Das heißt, hier bin ich. Mose sagt, hier bin ich. Und Gott sagt zu ihm letztendlich, genau, ich auch, hier bin ich. Ich bin der Gott, der da ist. Ich bin der, ich bin. Die vierte und wunderbare Lektion ist die, dass in der Wüste nicht das Nichts wartet, sondern die Gottesbegegnung. Der Schweizer Psychoanalytiker und Psychologe Carl Gustav Jung
hat mal rückblickend auf seine Arbeit als Therapeut gesagt, er kann sich an keinen Fall erinnern, wo jemand von einer tiefgreifenden Psychose oder einer tiefgreifenden Störung wirklich umfassend geheilt worden ist, ohne dass er eine Begegnung oder Erfahrung mit Transzendenz gemacht hätte. Es gibt nichts, was einen Menschen so stark verändert wie eine Gottesbegegnung. Und solche Menschen tragen eine andere Autorität. Bei Mose wird nachher berichtet, dass er vom Berg runterkommt und sein Angesicht strahlt. Und ihm selber fällt es gar nicht auf, aber den anderen fällt es auf. Der Erich Fromm hat in einem Buch mal geschrieben, es gibt unterschiedliche Arten von Autorität, die Menschen haben. Es gibt zum Beispiel die Autorität, ich bin einfach der Lehrer, das ist nun mal meine Position. Oder ich bin hier die Chefin, du tust gefälligst, was ich sage. Das ist eine Autorität durch Amt. Oder es gibt eine Autorität durch Geld, dass ich sage, wenn ich will, kaufe ich den Laden hier. Ist mir gerade egal. Und dann sagt Erich Fromm, es gibt aber auch eine Seinsautorität. Seinsautorität ist eine Autorität, ein Gewicht, das einem Menschen zukommt, nicht Kraft dessen, was er besitzt oder was er hat, sondern Kraft dessen, was er ist. Und von so einer Autorität oder zu so einer Autorität führt und bevollmächtigt Gottes Erfahrung. Und ich finde es sehr, sehr, sehr bemerkenswert, wenn ihr erlaubt, kurz ein Kommentar über dieses Hier bin ich von Mose. Also aus dem Dornbusch raus ruft Gott Mose, Mose und dann sagt der Mose, hier bin ich. Da kann man im Deutschen leicht drüber lesen, ja klar, hier bin ich, wo denn sonst? Aber dieses Wort kommt in der Bibel an drei markanten Stellen vor. Im Garten Eden versteckt der Mensch sich ja, und Gott geht auf die Suche. Also es ist nicht so, dass wir auf der Suche nach Gott sind und Gott ist so weit weg. Biblisch ist es eher andersrum. Wir sind weit weg, wir haben uns verirrt und Gott geht auf die Suche. Und der Erste, der Hineni, hier bin ich, sagt, ist Abraham. Gott spricht zu Abraham in Genesis 17 und Abraham antwortet, hier bin ich. Und eins später im Buch Jesaja sieht der Prophet mal den himmlischen Thronsaal und eine Frage lautet, hey, wen sollen wir senden? Wer soll auf die Erde gehen und Gottes Worte bringen? Und dann sagt der Prophet, Hineni, hier bin ich, sende mich. Und das zweite von diesen drei Malen haben wir hier bei Mose. Mose sagt, hier bin ich. Dieses Sagen, hier bin ich, ist was ganz Tiefes. Der Adorno hat ja gesagt, bei manchen Menschen ist es schon eine Unverschämtheit, wenn sie überhaupt das Wort Ich in den Mund nehmen. Es ist nämlich gar nicht banal. Wen meinst du denn, wenn du sagst Ich? Wie tief reicht das denn? Wenn wir einfach nur sagen, ich bin halt einfach, wer ich bin. So, ja, aber was heißt das denn? Wer spricht denn da? Von was ist das denn gedeckt? Ich lese euch ein Buch von einem meiner Lieblingsphilosophen, ein Buch nicht zum Glück, ein Zitat von einem meiner Lieblingsphilosophen vor, nämlich von Martin Buber. Martin Buber schreibt, nach seinem Ich-Sagen, also danach, was er meint, wenn er Ich sagt, entscheidet sich, wohin ein Mensch gehört und wohin seine Fahrt geht. Es kann zum Grauen bewegen, wenn es aus einem chaotischen, den Widerspruch wild und sorglos und ahnungslos darstellenden Munde kommt. Wenn es aus einem eitlen und vielglättenden kommt, ist es peinlich oder widerwärtig. Ich. Er sagt, aber wie schön und rechtmäßig klingt das so lebhafte, das so nachdrückliche Ich des Sokrates oder das Ich, das Goethe spricht. Oder er schreibt, das Ich, das Jesus spricht, der nur noch Sohn vor dem Vater ist. Wir glauben heute sehr, sehr, sehr stark, wer du bist, das ist mehr, was du tief drin bist, als was du tust. Ich definiere mich nicht durch meinen Ton, sondern mehr durch das, was ich bin. Und ich glaube, das ist eine Teilwahrheit. Das stimmt teilweise, dass du dich nicht nur durch dein Tun identifizierst, aber der Mose findet sein Ich erst, wo er sich von Gott in die Sendung nehmen lässt. Wer du wirklich bist, das findest du raus, wenn du dich in den Dienst von was Größerem stellst. Nicht indem du in dich selber reinschaust und nachdenkst und einen Persönlichkeitstest nach dem anderen machst. Wer du wirklich bist, entwickelt sich, indem du das tust, was richtig ist.
indem du das tust, was dein Auftrag ist. Hier bin ich, antwortet Mose auf diese Selbstoffenbarung Gottes, der sagt, ich bin der Ich Bin. Jetzt können wir denken, alles klar. Wir haben also jetzt die Begegnung in der Wüste, die Sendung. Jetzt können wir endlich in die Freiheit gehen. Nur leider gibt es da jemanden, der die Idee gar nicht so toll findet, dass das Volk in die Freiheit geht. Und dieser jemand ist der Chef der ganzen Sklaverei. Er heißt auch Pharao. Wenn du mal in einem Museum warst für ägyptische Kunst, kannst du nur staunen, mit was für einer Machtfülle Pharaonen ausgestattet waren. Was für unglaublichen Mut das den Mose gekostet hat, sich diesem Pharao zu stellen. Tatsächlich ist aber die nächste Lektion für einen Ausbrecher eine ganz dringend nötige. Es ist absolut wichtig, den Pharao zu konfrontieren. Die Konfrontation mit dem, was der Freiheit im Weg steht. Denn es gibt offensichtlich etwas, was der Freiheit im Weg stellt. Ich mal hier mal so. Pharao, der hatte hier so eine Schlangenmaske. Schaut auch ziemlich finster. Und hier Lapis Lazuli. Also Geschmack hatten sie schon. Ah. Aber hier ist eine Konfrontation unvermeidlich. Und überhaupt die Konfrontation ist besser als ihr Ruf. Ne? Gerade wenn du ein Mensch bist, dem es sehr wichtig ist, dass du herzlich und empathisch und liebevoll bist, dann hast du vielleicht die Tendenz zu unterschätzen, wie wichtig manchmal das Gegenteil ist. Ne? Wer bei manchen Dingen nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren, heißt so schön bei Emilia Galotti, ne? von Lessing. Es gibt Dinge, die man nicht einfach nur abnicken und tolerieren kann. Manches muss man konfrontieren. Das stimmt schon rein psychologisch. Viele Menschen haben einen sehr gehemmten Zugang zu ihrer Wut. Bei denen ist Wut immer negativ. Reg dich nicht so auf und sei schön brav. Das lernst du natürlich schon zu Hause, dass du schön brav sein sollst. Aber was passiert ist, dadurch kommen negative Gefühle ins Leben, wie Angst, wie Ekel, wie Scham. Und die holst du dir rein, aber sie dürfen wabern. Die Wut ist eigentlich die Energie, dass du nicht stehen bleibst bei der Angst, sondern sagst, und ich ändere jetzt was. Die Wut ist die Energie, die ich sage, ich will mich nicht immer schämen, ich will da rangehen, ich will nicht immer davonlaufen. Weil wenn du zu nett bist, bist du zwar lieb zu allen, aber nicht mehr lieb zu dir selbst. Ne? Wenn du zu nett bist, achtest du alle anderen sehr hoch, aber du verlierst deine Selbstachtung und Ekel und Scham kommt in dein Leben. Am Schluss ekelst du dich vor dir selbst. Das ist jetzt nur eine psychologische Bemerkung, aber diese Konfrontationskompetenz ist sehr wichtig. Und es gibt auch Menschen, die glauben, sie könnten alles nur durchdenken. Ist alles nur im Denken. Da lese ich dazu noch ein Buch und hier habe ich ja schon mal ein Buch gelesen. Das Ausbrechen hat zu tun mit echten Taten. Erst indem du wirklich was tust, indem du tatsächliche Schritte gehst, erst indem du Pharao tatsächlich konfrontierst, kommt Freiheit. Scheint sowieso zu sein, dass Gott eine Vorliebe für Leute hat, die auch mal was tun, ja? Weil die alle reden ja nur, die beschweren sich auch über Sklaverei. Der Mose macht zwar auch ziemlich viel Mist, also er bringt den Ägypter um, aber offensichtlich sagt Gott, na, du machst wenigstens überhaupt was. Mit dir kann man was anfangen. Also bleib nicht hängen in dieser Passivität. Vorletzte Lektion. Jetzt ist praktisch die Konfrontation mit Pharao siegreich bestanden. Jetzt könnte man denken, jetzt geht's steil bergauf. Tatsächlich passiert aber was ganz Eigenartiges. Und zwar, das Volk Israel erlebt einerseits die Wunder Gottes, also das Meer spaltet sich, aber andererseits erlebt es auch zum Beispiel, auf einmal haben wir kein Wasser mehr und wir haben Hunger und es gibt Feinde und dann passieren wieder Wunder. Also manche Sachen passieren und manche passieren nicht. Und diese Lektion nenne ich die Lektion des noch nicht. Lektion des schon und noch nicht könnte man auch sagen, dass wir manche Dinge des Neuen schon sehen können und manche noch nicht.
Das stimmt rein psychologisch schon mal. Zum Beispiel, wenn du aus einer Abhängigkeitsbeziehung, aus einer Sucht, aus einem schlechten Job, aus einem kaputten Familiensystem raus bist, aus der einen Stadt ausgezogen in der neuen, dann hast du die Spannung auch. Ist nicht so leicht auszuhalten. Manches ist schon besser, aber noch nicht alles ist besser. Und es stimmt auch geistlich, ist auch spirituell so. Es ist letztendlich die ganzen Jahre, die das Volk Israel dann in der Wüste rumläuft, sind so eine ständige Tendenz. Ist Gott wirklich gut? War es wirklich eine gute Idee, auszuziehen aus Ägypten? Oder wäre es nicht eigentlich viel besser, zurückzugehen nach Ägypten? War auch nicht so schlecht. Die hatten architektonisch einiges zu bieten. Ziemlich eindrucksvoll. So eine Sphinx und so ein paar. So. Und es ist zwar eigentlich nur in ihrer Vorstellung, weil in echt war es in Ägypten überhaupt nicht toll, ne, aber wenn du verzagt bist und entmutigt bist, kommst du auf die komischsten Ideen. Und in der Phase ist sehr wichtig, dass du nicht alles glaubst, was du denkst. Und dass du deinen Sehnsüchten nicht zu sehr glaubst. Deinen Sehnsüchten nicht so sehr glaubst. Es kann sein, dass du dich nach was sehnst, wie nach einer fixen Idee und denkst, wenn ich das hätte, wäre alles gut. Aber vielleicht stimmt das gar nicht. Ich mache euch ein Beispiel, das ich neulich gelesen habe in einem Buch von einem Coach und einem Therapeuten. Der hat geschrieben, er hat eine Familie begleitet, ein Ehepaar begleitet, die in den 50er Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland kamen, aus Italien. Und in Deutschland war es ihnen immer ein bisschen zu kalt. Sie waren da halt wegen einem Job, aber sie haben immer an die italienischen Tomaten gedacht. Und an die Zitronen an der Amalfiküste und an die Musik und wie herzlich die Leute sind und ihr altes Dorf. Und da war alles gut. Und dann haben sie in Düsseldorf gelebt. Und ein Leben lang war diese Sehnsucht nach Italien. Dann bestellst du eine Pizza, aber es ist nicht das Gleiche. Und sie haben sich praktisch ihr Leben lang von dieser Sehnsucht zurück nach Italien ernährt. Und irgendwann waren sie endlich 65, haben alles in Deutschland verkauft und sind zurück nach Italien gegangen, in ihr Dorf. Und haben gemerkt, es war alles anders. Die Leute, die sie kannten, waren alle verstorben oder weggezogen. Da, wo früher sie gespielt haben, war halt jetzt ein Möbelhaus, ein großes. Das Essen hat auch viel schlechter geschmeckt als in ihrer Erinnerung. Sie haben gemerkt, das war alles in ihrer Erinnerung und nicht in echt. Deine Sehnsüchte können dir was vorgaukeln, was gar nicht real ist. Misstraue dieser Stimme, die sagt, nee, geh zurück. Und ja, zurück in Ägypten, da war es wenigstens sicher und wohlvertraut. Geh den Weg nach vorne, auch wenn es ein mühsamer Weg manchmal ist. Nicht zurück in die Bequemlichkeit. Im Letzten ist ja die Frage in diesem Noch und Noch nicht, immer die, ist Gott wirklich gut? Kann ich ihm wirklich trauen? Oder wollte er nur mich reinlegen? Was ist die siebte und letzte Lektion für Ausbrecher? Jetzt könnte man sagen, okay, jetzt kommen wir einfach an. In der Geschichte vom Auszug aus Ägypten von den Israeliten kommt es auf erstaunliche Weise ganz anders. Und weißt du wie? Die Generation, die ausgezogen ist aus Ägypten, kommt im gelobten Land nicht an. Die stirbt vorher. Mit Ausnahme von 2, 3 Leuten. Aber eine neue Generation zieht ein. Und tatsächlich wird die große Vision schon wahr, aber eine, die sich erst im Laufe der Generationen, im Laufe der nächsten Jahrhunderte nach und nach erfüllt. Und es kann sein, dass du in deinem Leben gewisse Siege erringst, gewisse Sachen checkst, gewisse Erfolge feierst, aber andere auch nicht. Und es kann sein, dass andere Sachen, die du aufgebaut hast, sterben. Oder dass es Teilerfolge bleiben, aber es kann sein, dass manches einfach auch für die nächste Generation ist. Es ist heute unserem Denken ein bisschen unvertraut, weil wir denken von einem Jahr zum nächsten, auch Politik denkt stark von einer Legislaturperiode zur anderen. Wir sind dieses Denken in Generationen gar nicht mehr so gewohnt. Ich frage mich manchmal, wie unsere Entscheidungen auch als Gesellschaft aussähen, wenn wir überlegen würden, welche Rahmenbedingungen, die wir jetzt schaffen, sind wirklich geeignet, dass die nächsten Generationen damit weitergehen. Im ökologischen Sinne da
unter dem Stichwort Nachhaltigkeit schon relativ weit, aber in vielen anderen Bereichen nicht. Welche deiner Entscheidungen, welche deiner Lebensentscheidungen triffst du vielleicht gar nicht für dich, sondern für die nächste Generation? Und wenn du sagst, ich selber habe gar keine Kinder, ja egal, du prägst ja trotzdem Leute, die nach dir geboren worden sind. Das ist eigentlich eine wahnsinnig schöne und auch entspannende Sicht der Dinge, dass halt manches vielleicht nicht in meinen Lebzeiten paradiesisch wird, aber ich was übergeben kann, ich was mit aufbaue, was sich bei anderen Menschen und später dann erfüllt. Und ich glaube, es ist ein Kompass der Weisheit auch, zu überlegen, welche Werte und welche Entscheidungen sind überhaupt tragfähig, dass auch eine nächste Generation drin leben könnte. Ich komme zum Ende mit dem Buch Exodus und komme zurück zum Bären. Der Bär, der ein Bär bleiben wollte, der hatte ein Problem. Und das ist, er hatte vergessen, dass er ein Bär ist. Und wie ich vorher schon gesagt habe, wenn du vergessen hast, wer du bist, dann kann es sein, dass du dir Sachen anziehst, die überhaupt nicht zu dir passen. Dass du dich in Umstände zwängen lässt, die überhaupt nicht für dich geeignet sind. Ich glaube, dass wir als Menschheit gerade in Gefahr sind, auch zu vergessen, wer wir als Menschen sind. Dass wir nicht mehr so genau wissen, was ist denn ein Mensch? Und wie ist menschliches Leben? Ist es eigentlich gut, dass es Menschen gibt? Sind Menschen überhaupt gut? Und was zeichnet das aus? Was unterscheidet uns von, weiß ich nicht, von Affen oder so? Einer, der uns da sehr belehrt, ist ja zum Beispiel der Yuval Harari, ein Geschichtsprofessor aus Israel, den ich auch in Eden Culture immer wieder ein bisschen aufs Korn genommen habe, der so sagt, ja, wir sind letztendlich, sind wir auch sowas wie Affen, halt nur ein bisschen schnelleres Hirn haben wir. Und das war ein Evolutionsvorteil. Aber wenn Rechner kommen, die noch schneller sind als unser Hirn, dann werden die uns auch überholen. Und man merkt so wirklich, okay, wenn das die Perspektive auf den Menschen ist, dann ist so eine rein technisierte, kontrollierte, vorgeplante Computerwelt das Logische, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das eine Welt ist, in der Menschen sich noch beheimatet fühlen. Und deswegen glaube ich, sollten wir Menschen sein, die eher diesen Blick hier pflegen und andere zu diesem Blick verführen. Weil unsere Story, also jetzt die Story aus einer christlichen Perspektive, die geht ja unfassbar gut weiter. Wenn zu dem Bären in der Fabrik ein Bär gekommen wäre, aus dem Wald und ihn erinnert hätte und gesagt, komm heim, in was für einem Film bist du? Dann hätte er eine echte Chance gehabt. Und die gute Nachricht ist, wir glauben das ja. Wir Christen glauben ja, dass nicht nur der Mose damals das Volk Israel herausgeführt hat, sondern dass es einen gibt, der eigentlich als einziger komplett Menschsein gelebt hat, auf vollkommene Weise. Zurückgekommen ist in diese verplante, versklavte Menschheitsfabrik, um laut zu rufen, hey, kehrt um, kommt raus aus diesem falschen Film. Für das seid ihr überhaupt nicht gemacht. Ihr spürt doch, dass es nicht passt. Und dieser Bär, der uns zurückruft, ist Jesus. Und die Frage ist einfach, hat er recht und hat er nicht recht? Das entscheidet sich an der Frage, gibt es eine Höhle oder gibt es keine? Aber du kannst den Bären als Bär nicht verstehen, wenn du nicht die Höhle kennst. Und je mehr unsere Gesellschaft Gott vergisst, desto mehr vergisst sie den Menschen. Je mehr unsere Gesellschaft Gott aus dem Blick verliert, desto mehr bauen wir eine Welt, die selber nicht mehr menschliches Antlitz trägt. Weil wir vergessen, wie Menschsein ist, wie Menschsein geht. Was für unfassbar gute Nachricht, dass es diesen Jesus wirklich gibt, der dich rausruft, auch auf diesem Weg des Ausbrechens, der dich da nicht hängen lässt. Auch die gute Nachricht ist, es ist nicht eine platte, billige Lösung, mach das einmal, glaub irgendwas, unterschreib was und dann wird alles gut. Es wird nicht alles gut. Es ist schon ein Weg und dem gibt es Up and Downs. Genauso wie
Volk Israel in der Wüste und dann murren sie wieder und dann gibt es, weiß ich nicht, Unglücke und dann gibt es einen Krieg, so wie im echten Leben auch. Aber Mose geht mit ihnen weiter. Und das ist die Pointe auch von deinem Leben. Es gibt echte Up and Downs, aber der Bär, der dich zurückholt in dein Heim, der geht mit dir weiter und der ist Jesus. Und der bleibt da und der lässt dich auch nicht fallen. Und ja, die Höhle gibt es wirklich, die Heimat gibt es wirklich. Du darfst dich trauen, auszubrechen durch alle 7 Lektionen hindurch, denn du kannst wirklich ankommen, es gibt ein wirkliches Zuhause. Und wir machen hier während der Weniger das immer so, dass wir nach den Vorträgen oft sogenannte Übungszeiten haben werden. Und eine Übungszeit bedeutet, dass wir praktisch nicht nur im Kopf das hören, sondern wir das für uns innerlich nachbereiten. Okay? Das ist einer der Kennzeichen, wie die Mehr sich unterscheidet von der Weniger. Die Mehr ist ja alles ein bisschen größer oder so. Und in der Weniger nehmen wir uns bewusst Zeit, die Inhalte nachher nochmal zu vertiefen. Ich bin jetzt ein bisschen früher dran, deswegen, sorry Jungs, wenn ich euch ein bisschen Stress mache. Wir machen nämlich parallel dazu immer ein bisschen Musik und ich gebe euch Denkanstöße und ja praktisch ein inneres Raster, wo du reflektieren kannst. Du kannst das immer auch schriftlich machen, also wenn du Stift und Zettel dabei hast, wenn nicht, haben wir in unserem Shop drüben auch ganz schöne Stifte und ganz schöne so Bücher. Ich würde nur empfehlen, dass du es nicht mit deinem Handy machst, sonst kommt nebenher Unwetterwarnung oder WhatsApp von Tante Greta oder ein Pop-up, der über sowas Wichtiges informiert, wie das. In der Welt irgendwas passiert ist, was mit deinem Leben gar nichts zu tun hat. Ist dir aufgefallen, dass es auf diesem Kanal keine Werbeunterbrechungen gibt? Das ist tatsächlich die einzige, denn dieser Kanal trägt sich zu 100% durch Spenden. Wenn du herausfinden willst, wie du unsere Arbeit unterstützen kannst, unten in der Videobeschreibung. Außerdem kannst du auch Kanalmitglied werden, dann hast du Zugang zu über 60 Stunden zusätzlichem Material und unterstützt uns dadurch auch. Hier findest du Infos dazu. Jetzt viel Freude, weiter mit diesem Video. Wenn ich bete, mache ich das sehr, sehr gern, dass ich mir einen Moment Zeit nehme, so einfach mal bei mir selber anzukommen. Also der Mose sagt auch, hier bin ich. Vielleicht solltest du sowas auch mal sagen. Hier bin ich. Vielleicht weißt du gerade gar nicht genau, wo du bist, weil du bist innerlich noch in Hamburg, von wo du angereist bist, oder dir hängt noch was nach. Das wäre völlig verständlich. Das ist auch gar kein Problem. Aber jetzt, diese 20 Minuten, musst du für niemanden da sein. Du musst keine SMS schreiben, du musst nicht die Welt retten, du musst niemanden trösten. Es ist deine Zeit. Hier brennt zwar kein Dornbusch, aber Gott ist trotzdem gegenwärtig. Und wenn du möchtest, kannst du einen kurzen Moment so durch deinen Körper fühlen, wie sitzt du eigentlich gerade da? Ich mache das, wie gesagt, gerne zum Ankommen, auch in meiner persönlichen Gebetszeit. Ohne jetzt was zu bewerten, oh je, ich bin ja so abgelenkt. Wenn du abgelenkt bist, dann okay, nimm wahr, dass du abgelenkt bist. Oder wenn du müde bist, ja, ich bin müde, dann bist du halt jetzt müde. Ich bin gerade traurig, dann bist du jetzt traurig. Aber wie dein Körper sich gerade so anfühlt.
Und ich biete dir an, dass du auch dieses Wort sagst, das Mose gesagt hat. Hier bin ich. Das darfst du sagen. Der Mose hatte vorher schon mal jemand umgebracht. Also es geht nicht darum, dass du jetzt unfassbar ein toller Typ sein musst und ein großer Heiliger. Es reicht, wenn du bist. Ist schon okay. Kannst du zu Gott sagen, hier bin ich. Mit allem, was ich habe und nicht habe. Mit allem, was ich bin und nicht bin. So. Und das Schöne ist, da wo du sagst, hier bin ich, sagt Gott das Gleiche zu dir. Er sagt auch, hier bin ich. Zu Mose sagt er sogar, zieh deine Schuhe aus. Das machen wir jetzt hier nicht. Und er sagt, dieser Ort ist heiliger Boden. Und das Lustige ist, das ist keine Kirche gewesen, es war kein Tempel, das war irgendein Fleck in der Wüste. Es war nicht ein Ort, der ausgezeichnet war durch Architektur oder durch eine besondere Lage, sondern es ist ausgezeichnet, weil Mose dort sich mit Gott getroffen hat. Und genauso ein heiliger Boden kann Reihe 13 ganz links sein, da wo du jetzt sitzt, oder zweite Reihe oder Block oben hier in dieser Schwabenhalle. Kann es ein heiliger Boden für dich sein? Und Gottes Gegenwart ist sowas wie, Gottes Gegenwart ist nicht so leicht wahrzunehmen, weil wir nicht direkt Sinnesorgane dafür haben. Wir haben ja Sinnesorgane für Licht, die nennt man Augen. Sinnesorgane für Wärme und Kälte, das ist unsere Haut. Und Sinnesorgane für Gott haben wir auch. Aber die sind oft unterentwickelt. Das Sinnesorgan für Gott ist der Glaube. Der Glaube ist ein Organ, das Gottes Gegenwart wahrnimmt, auch wenn die anderen Sinne sagen, da ist doch nichts. Man kann es nicht erzwingen, da geht es nicht um große Gefühle, ich muss jetzt was spüren, aber du kannst, wenn du willst, in so einem Gebet sagen, Herr, ich glaube, dass du da bist und zeig mir, auf welche Weise du gerade da bist. Ich gehe mit euch jetzt ein bisschen diese 7 Lektionen durch. Wahrscheinlich wird dich die eine oder die andere stärker ansprechen, das und andere vielleicht nicht so. Aber der erste Punkt hat mit Einsamkeit zu tun. Und vielleicht grämt es dich jetzt gerade, dass jemand nicht mitgekommen ist, den du gerne mitnehmen wolltest. Oder es grämt dich ein bisschen, dass du das Gefühl hast, alle in meinem Freundeskreis, so viele andere, die sehen nicht, was ich sehe. Und vielleicht ist es heute Morgen an der Zeit, dass du ein bisschen Frieden damit schließt. Dass du sagst, okay, nicht jeder hat das gleiche Anliegen. Nicht jeder
sieht vielleicht das, was ich schon gesehen habe oder du schon gesehen hast. Und wenn da Bitterkeit oder Trauer da ist, tja, dann ist das jetzt da. Aber vielleicht kannst du das loslassen und sagen, okay, dann versöhne ich mich damit, dass ich es halt anders sehe. Oder vielleicht merkst du bist eigentlich ein ziemlich feiger Mensch, wo du oft hinterm Berg hältst und dich anpasst. Und vielleicht lässt du dir Mut zusprechen oder du sagst zu Gott, Gott, tut mir leid, dass ich manchmal überhaupt nicht für das einstehe, was ich für richtig halte. Oder du kannst zu Gott sagen, zeig mir, wo die Zeiten sind, wo ich auch bereit sein muss, was anders zu machen als andere. Kommen zur zweiten Station. Und das sind die vorschnellen Versuche. Das ist dann interessant, wenn du das Gefühl hast, es gibt ein paar vorschnelle Versuche bei dir. Vielleicht hast du in der letzten Zeit was gemacht und irgendwie, es hat nicht wirklich funktioniert. Und du merkst gerade, vielleicht war es ein vorschneller Versuch. Dann darfst du das loslassen. Es ist nicht so schlimm, dass es mal passiert. Vielleicht hängst du gerade in einem vorschnellen Versuch, wo du aus bestem Wissen und Gewissen irgendwas gemacht hast, aber du merkst, ja, wirklich, wirkliche Führung Gottes war da gar nicht drin. Dann kannst du jetzt eine Entscheidung fassen, da umzukehren von diesem Weg. Vielleicht fällt dir was ein. Gerade wenn du dich fühlst, als hätte dich Gott in die Wüste geschickt wegen deiner vorschnellen Versuche oder du seist am Abstellgleis gelandet, da bete ich jetzt, dass diese Lügen von Entmutigung weichen müssen. Aber du kannst es auch aktiv tun. Du musst ja auch nicht allen Quatsch glauben, den du immer denkst. Ne? Praktisch jede biblische Berufungsgeschichte, mit ganz wenig Ausnahmen, hatte die zweite Station, also diese vorschnellen Versuche. Und da ist die Gefahr, dass man sich dann selber disqualifiziert. Es ist nie Gott, der disqualifiziert, auch den Petrus nicht, der verrät Jesus, aber er kriegt eine neue Chance. Auch der David nicht, der hat etliche Abzweigungen genommen, die nicht gut waren, und Gott geht mit ihm weiter und so. Und die Selbstdisqualifizierung ist oft das Problem, dass man sagt, okay, jetzt war es einmal zu oft und so. Und da ist auch der Mose davon gefährdet. Da sagt auch Gott, ich bin der Falsche, ich kann nicht reden und so, und warum hast du mich erwählt? Und es sind Lügen, denen du nicht glauben darfst, weil im Neuen Testament heißt es, der das gute Werk in dir angefangen hat, der bringt es auch zur Vollendung. Und im Volk Israel sieht man beim Auszug aus Ägypten, wie viele Aufs und Abs es da gibt. Es geht oft nicht so schnell. Manchmal ist es auch nicht nur ein vorschneller Versuch, sondern vielleicht 18. Okay, aber es geht weiter danach. Ergreife neuen Mut. Dieses Jahr 2023, es kommen neue Sachen. Dritte Station.
Wenn du gerade in der Wüste bist, das Gleiche, was ich gerade gesagt habe, glaub nicht den Lügen. Die Wüste ist die Zeit der Versuchung, aufzugeben. Eigentlich das Gleiche wie nochmal dieses sechste Leben im Noch-Nicht. Wenn du in so einer Zwischenphase gerade bist, überleg mal kurz, welche zwei Stimmen reden da zu dir? Nur eine davon ist vom Guten. Wir haben oft so zwei Stimmen. Die eine sagt, gib lieber gleich auf, hat alles nichts gebracht. Ich gebe lieber wieder zurück zu dieser Stimme. Und dann oft leiser, aber trotzdem prägnant, ist die Stimme Gottes. Ich sage nicht, dass du Stimmen hörst, und das geht's nicht. Es geht um dieses innere Empfinden, dass dich was zieht hin zum Vertrauen zu Gott. Hin zur Hoffnung, hin zur, ja, zum Leben im Letzten. Und er führt dich weiter, das ist die Wahrheit, Schritt für Schritt. Kurz Thema Gottesbegegnung. Es ist kein Zufall, dass die sich in der Zeit der Stille und der Wüste ereignet. Und ich möchte dich kurz bitten, zu überlegen, wo es Zeiten und Räume in deinem Leben gibt, wo sich das ereignen kann. Und auch gerade, wenn du an das neue Jahr jetzt denkst, vielleicht solltest du dir solche Zeiten einbauen. Entweder täglich, das ist natürlich am besten, wöchentlich. Oder wo wären so markante Gelegenheiten im Jahr 2023, wo du Raum schaffen kannst, um still zu werden und Gott zu begegnen? Vielleicht solltest du jetzt einen Vorsatz fassen dahingehend. Und wenn du gerade in der beglückenden Situation bist, dass du merkst irgendwie, du kannst Gottes Gegenwart wahrnehmen, dann genieße das und sag so ein Danke. Sag danke Gott, dass du mit uns mitgehst, dass du nicht weit weg bist, dass du nicht zu erhaben bist für unsere Alltäglichkeit, sondern in einer alltäglichen Situation wie einem Dornbusch uns begegnen kannst. Letzte Station. Manches werden wir nicht ganz abschließen. Kommt jetzt auch ein bisschen darauf an, in welcher Lebensphase du bist, aber wie sehr könntest du innerlich mit, wenn es auch was gibt, was sterben muss? Vielleicht hast du auch die letzten Jahre an irgendwas gearbeitet und du merkst, es hat nicht funktioniert. Was gilt es loszulassen? Oder auch anders ausgedrückt, positive gewendet. An was möchtest du bauen für die nächste Generation oder für andere Menschen? Wo ruft Gott dich vielleicht nicht nur deine eigene Familie, deine eigene Karriere, dein eigenes Glück, dein eigenes Ding vor Augen zu haben, sondern ja, wo bahnt sich vielleicht ein Auftrag an, was in die Welt zu bringen für andere? Was von deinem Lebenswerk möchtest du, dass weitergeht? Was möchtest du übergeben können eines Tages? Und auch,
gibt es vielleicht einen jüngeren Menschen oder überhaupt einen anderen Menschen in deinem Leben, den du fördern solltest. Dass du nicht nur für dich selber lebst. Kommen zum Abschluss, bevor wir nachher jetzt wieder beschäftigt sind und miteinander sprechen, kannst du noch mal kurz abrunden, was hast du für dich jetzt mitgenommen aus diesem ersten thematischen Teil heute Vormittag? Die 7 Lektionen für Ausbrecher, so könnte man es nennen. Welchem Gefühl gehst du jetzt raus? Was sind für dich gerade markante Sätze? Nehmen wir uns noch so eine Minute und dann kommen wir zum Ende.